Aber was sie am Freitagabend gespielt haben gegen Bremen, das war peinlich. Ja, muss man ganz klar so sagen. Und da gibt es einen Scherz hier, dass Marco Rose jede Pressekonferenz beginnt mit Gedanken, wie habe ich da verloren, dieses Spiel gegen Rote. Sie haben vor allen Dingen auch einen Kilian Mbappé, Carsten. Und Carsten, warum sage ich zweimal Carsten? Nochmal. Champions League, der Mittwochabend, ganz tolle Spiele und wir haben ganz tolle Expertise zu diesem Thema, nämlich aus Belgrad, Miroslav Vjetrovic, genannt Mile. Hallo Mile. Guten Morgen. Du bist in Belgrad, du warst aber auch mal in Hannover und Deutschland als Bundesligaspieler, also Fußball, weißt du, wie es geht. Ja, natürlich, besonders verfolge ich Champions League und Champions League Finale. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Natürlich, ich war in Hannover und viele Grüße an meine Hannoveraner. Hannover 96 ist mein Herz. Und natürlich Bundesliga, aber besonders Hannover. Aber Champions League ist, also ganz ehrlich, die Wettbewerbe, was interessiert jeder Mensch in Europa. Und wir verfolgen, glaube ich, in diese im Balkan, in Serbien, sehr, sehr viel diese Champions League. Und fast, glaube ich, jedes Spiel ist übertragen bei uns in Serbien. Du bist Experte im TV, darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Natürlich ist auch Marcel dabei. Marcel ist frisch verlobt. Hallo Marcel. Hallo Carsten, Dankeschön. Ja, ihr seht das Grinsen auf seinem Gesicht, das bekommt er gar nicht mehr raus. Aber jetzt fragen wir mal nach der Auswertung der letzten Mittwochspiele. Wie sieht die aus? Ja, da mache ich es relativ kurz. War ein sehr erfolgreicher letzter Champions League Mittwoch. 8 abgegebene Tipps, 6 davon waren richtig. Also durchaus sehr, sehr ordentlich. Übrigens dann Dienstag und Mittwoch kombiniert waren es 9 von 16, also über diesen imaginären 50%. Das geht sicherlich besser, aber an 6 von 8, daran kann ich mich dann doch ganz gut orientieren. Und deshalb gerne auch ein Abo hier liegen lassen, denn wir sind die ganze Woche für euch da mit Analysen, mit Fakten zu fast allen Sportereignissen. So, jetzt gehen wir mal rein mit dem ersten Spiel. Newcastle gegen den BVB. Marcel ist da ja nicht ganz unparteiisch, aber ich glaube, du bist skeptisch. Leider ja. Leider bin ich skeptisch, denn Newcastle ist schon sehr formstark unterwegs, haben wir jetzt am Wochenende wieder gewonnen gegen Crystal Palace zu Hause 4:0. Sie stellen aktuell die beste Offensive der Premier League. Sie haben alleine in den letzten 6 Partien 21 Tore geschossen und was natürlich über allem steht, Carsten, ist die Tatsache, dass sie auch gegen PSG zu Hause mit 4:1 gewinnen konnten. Ja, also wirklich sehr beeindruckend, was Newcastle aktuell macht. Sie haben mit Alexander Isak, einen ehemaligen Dortmunder vorne in der Spitze, der hat schon 5 Tore erzielt in seinen letzten 6 Partien für Newcastle, ist ebenfalls extrem formstark unterwegs. Und bei Dortmund muss man ja sagen, ja, sie sind noch ungeschlagen in der Bundesliga. Ja, sie haben auch 5-mal hintereinander in der Bundesliga gewonnen. Aber was sie am Freitagabend gespielt haben gegen Bremen, das war peinlich. Ja, muss man ganz klar so sagen. Deswegen bin ich tatsächlich auch skeptisch, ob der Dortmunder Chancen bei Newcastle, weil ich aber so ein bisschen Resthoffnung habe, dass die Dortmunder vielleicht mal ein bisschen aus dem Quark kommen, sage ich, dass zumindest Tore fallen werden. Und das vermutlich auch auf beiden Seiten. Mein Tipp lautet nämlich 1,75 für über 2,5 Tore. Und Carsten, ich glaube sogar, dass Karim Adeyemi mal wieder von Anfang an spielen darf. Denn wenn man sieht, wie Dortmund bei PSG gespielt hat, könnte man auch diesmal wieder davon ausgehen, dass Terzic auf schnelle Offensivspieler setzt und eine klassische 9 vielleicht sogar draußen lässt. Ja, was sagt ihr dazu? Mit Füllkrug, ohne Füllkrug, mit Adeyemi und Malen vielleicht als Doppelspitze? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. In Endeffekt glaube ich aber an viele, viele Tore. Mile, wie siehst du Borussia Dortmund in dieser Champions League-Saison? Ja, also Borussia Dortmund weiß ich, wir verfolgen sehr, sehr oft die Bundesliga und die startet in Bundesliga sehr gut und Borussia Dortmund ist ein aus unserer Sicht sehr großer Club und ich glaube Newcastle ist ganz beliebt hier bei uns in Belgrad, weil da Partizan hat vor 20 Jahren gewonnen in Newcastle und so sage ich ganz ehrlich, Dortmund ist nicht ohne Chance, Dortmund, Newcastle hat ein starkes Team, ich weiß, dass die haben jetzt auch neue Besitzer, die haben viele, viele investiert und haben ein gutes Team, hat gutes Team Newcastle, aber auf anderer Seite, Dortmund hat gewonnen letzte 2 Spiele, was ich weiß, in Bundesliga und Dortmund hat ein guter Kader, großer Kader und auf jeden Fall bin ich nicht so, so ganz ehrlich zu sagen, Pessimist, die Dortmunder haben doch Chancen in Newcastle.
Also, da haben wir dann schon mal zwei gegensätzliche Meinungen immer gerne genommen. Mile, wir sprechen jetzt über Roter Stern Belgrad, denn die sind ja in Leipzig zu Gast. Du bist ganz nah dran als TV-Experte für das serbische Fernsehen, immer wieder auch bei Roter Stern Belgrad. Wie ist das Team aktuell einzuschätzen? Ja, bei Roter Stern ist zurzeit dieses Team ist nicht ganz ehrlich zu sagen. Roter Stern hat das teuerste Team in der History. Die haben gekauft, Roter Stern kauft Spieler von 5 Millionen. Das ist schon viel Geld aus serbischer Sicht. Und auf jeden Fall, die haben gekauft ein paar Spieler in diesem Sommer und ich habe einen neuen Trainer, Barak Bachar, aus Israel genommen. Der hat Erfolge mit Maccabi. Früher in Champions League auch. Aber die Saison hat gestartet, serbische Saison, sehr, sehr schlecht. Und ich habe schon zwei Niederlagen, was früher Roter Stern in der ganzen Saison nicht gehabt. Und irgendwie gestern hat Roter Stern gegen eine kleine Mannschaft, Javor, zu Hause gespielt, 3-2 gewonnen und in den letzten 10 Minuten Tor geschossen. Irgendwie, dieses Team spielt nicht wie Erwartung war groß. Muss ich sagen, bei uns ist ganz, ganz locker, Euphorie zu machen. Und Roter Stern hat das erste Freundschaftsspiel hier in Serbien gegen Fiorentina, FC Florenz gespielt. Du kennst die italienische Mannschaft. Und 5-0 gewonnen und das hat explodiert, diese Erwartung. Und dieser Druck ist auch auf die Spieler und das ganze Team von Roter Stern. Aber durch Zeit hat sich diese Erwartung irgendwie niedriger gemacht und jetzt ist diese Erwartung auf andere Seite gegangen. Jetzt ist diese Leute sagen, ja, die haben keine Chance, Leipzig ist zu stark. Und wenn wir sehen, die beiden Spiele, was Roter Stern hat gespielt in Champions League gegen Manchester City in England und gegen Young Boys in Belgrad, war nicht überragend und da gibt es nicht vieles zu erwarten von Roter Stern. Auf anderer Seite, Fans sind von Serbien und von diesem Gebiet schon geplant und bin ich sicher, dass wir viele in Leipzig da sein und das ist auf anderer Seite die Kraft und dieser Wind immer für die Spieler und für Team. Wunderbar, also das ist die Gesamtschau auf dieses Spiel schon von Mile aus Belgrad. Marcel, was sagst du? Ja, ich will den Belgradern auch noch mal ein bisschen Hoffnung machen, den Serben, denn sie haben ja schon 5 Punkte verspielt nach Führung an den ersten beiden Spieltagen. Das heißt, sie lagen sowohl vorne gegen City als auch gegen die Young Boys aus Bern. Gegen Bern war es dann ein Unentschieden immerhin. Gegen die City hat man dann auch relativ deutlich verloren. Vor allen Dingen die Defensive. Mila hat es ja angesprochen, auch am Wochenende wieder 2 Gegentreffer kassiert. Die macht momentan so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, sie haben auch schon 5 Gegentreffer kassiert in der Champions League in 2 Partien. Und das gegen die traditionell gute Offensive der Leipziger könnte problematisch werden. Aber, und jetzt kommt der Mutmacher für alle Serben, denn in den letzten 8 Champions-League-Heimspielen der Leipziger haben sie immer mindestens einen Gegentreffer kassiert. Ja, seit Oktober 2020 hat Leipzig in der Königsklasse nicht ein einziges Mal vor heimischer Kulisse zu null gespielt. Deswegen vielleicht doch leichte Chancen für Roter Stern Belgrad. Ich sage aber, Leipzig wird das Spiel souverän und deutlich gewinnen. Angeführt übrigens von Luis Openda, der auch wieder getroffen hat am Wochenende, doppelt getroffen hat. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler geworden ist. Extreme Geschwindigkeit da vorne hat, eine gute Wucht, eine gute Physis. Und deswegen sage ich 1,62 Sieg Leipzig mit mindestens 2 Toren Vorsprung. Mile, bitte noch eine Erklärung. Welche Spieler oder sagen wir mal, welcher Spieler ist denn bei Roter Stern Belgrad gerade gut in Form und wer könnte da tatsächlich RB Leipzig Schwierigkeiten bereiten? Ja, da gibt es ein paar Spieler, die vielleicht konnten. Der Bukari, der ist eigentlich der schnellste Spieler bei Roter Stern und der ist weil Roter Stern wird wahrscheinlich auf Konter spielen. Und er ist eigentlich einer von stärksten Stärke von Roter Stern, auch Sturm in Daie. Und der heimliche Spieler Ivanic, das sind die, sage ich ganz ehrlich, die Starke von Roter Stern, die 3 besten Spieler. Muss ich nur ein Ding noch sagen über dieses Spiel. Der Trainer Marco Rose hat sehr gute oder schlechte Erfahrung. Roter Stern hat gegen Salzburg 2018 gespielt und zu Hause 0-0. Da können Sie sich erinnern, das war, ich glaube, die schwierigste Niederlage in seiner Karriere, weil Roter Stern war so schwach, das ist das schwachste Team von Roter Stern in den letzten 10 Jahren. Und ich habe eine Qualifikation für Gruppe gespielt, in Salzburg 10. Mal versucht, 0-0 in Belgrad mit souveräner Salzburg. Und dann in Salzburg 2-0 für Salzburg, normalerweise 4-5-0. Roter Stern in einer Minute schießt 2 Tore, unentschieden, und die sind raus. Und da gibt es ein
Scherz hier, dass Marco Rose jede Pressekonferenz beginnt mit Gedanken, wie habe ich da verloren, dieses Spiel gegen Rote. So, Freunde, deshalb wisst ihr, warum ihr diesen Kanal und diese Videos schauen müsst, denn solche Hintergrundinformationen bekommt ihr, glaube ich, selten woanders zu finden. Super, vielen Dank, Miele, und wir werden uns natürlich das Spiel anschauen und wir sehen uns natürlich demnächst in Belgrad in einem der Kaffeehäuser, denn, das müsst ihr auch wissen, Miele ist der größte Kenner jedes Kaffeehauses in Belgrad. Danke. Danke, Carsten. Viele Grüße nach Deutschland und besonders nach Hannover. Wir sprechen und analysieren hier die Spiele der Champions League, aber wir sind nicht die Einzigen hier bei der Wettbasis, sondern es gibt auch den Podcast immer montags vor den Champions League Spieltagen und da analysieren Julius Eid und Alex Trujka auch die Spiele. Paris gegen Milan, das ist ein Spiel, was mit Sicherheit viele elektrisiert. Dich auch, Marcel? Ja, Carsten, das Spiel elektrisiert auch mich natürlich, weil es natürlich auch die Dortmunder Gruppe ist und dort steht ja einiges auf dem Spiel, gerade auch für die Dortmunder, gerade aber auch für PSG, denn die haben ja das Spiel bei Newcastle mit 1:4 verloren, wollen jetzt natürlich den zweiten Heimsieg im zweiten Heimspiel, ja, nachdem sie Dortmund 2:0 zu Hause geschlagen haben. Ich bin allerdings ein bisschen skeptisch, denn PSG überzeugt mich nach wie vor gar nicht. Der Einzige, der mich überzeugt, der heißt Kylian Mbappé, Carsten, und der hat seit 2017, 2018 in der Champions League Gruppenphase 46 Torbeteiligung vorzuweisen, nur in der Gruppenphase. Das heißt, 26 Tore, 20 Vorlagen, alle 65 Minuten in der Gruppenphase war Kylian Mbappé an mindestens einem Tor beteiligt. Ja, wirklich eine ganz interessante Statistik. Ja, das Problem, in der K.O.-Phase ist Paris ja immer rausgeflogen. Ja, Carsten, genau deswegen beziehe ich mich auch nur auf die Gruppenphase. Da war PSG zuletzt immer sehr souverän, sehr glanzvoll unterwegs. Trotzdem wird es keine leichte Aufgabe gegen Milan, denn Milan verfügt über eine traditionell ganz gute Defensive, sind auch gut in Form in der Serie A. Allerdings hakt so ein bisschen in der Offensive. Da muss ich sagen, saisonübergreifend haben sie in den letzten 4 Champions-League-Partien nicht mehr getroffen. Auch in den beiden Partien der laufenden Champions-League-Gruppenphase haben sie keinen Treffer erzielen können, obwohl es an Chancen nicht gemangelt hat. Ja, deswegen glaube ich, dass jetzt so ein bisschen der Bann brechen wird bei Milan, aber auch bei PSG. Und deswegen gehe ich davon aus, dass beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielen. Und dafür bekommen wir eine Quote von 1,65. Barcelona gegen Schachtjor Donetsk. Das scheint nach einer klaren Geschichte auszusehen. Davon gehe ich aus. Ja, Barcelona muss eigentlich streng genommen auch nur auf einen Spieler aufpassen, ja, obwohl das natürlich ein bisschen despektierlich gesagt ist, auf Danilo Sikan. Der war tatsächlich zweifacher Torschütze beim Erfolg von Donetsk gegen Antwerpen. Auch dort lagen sie 0:2 hinten zur Halbzeit bereits, Donetsk, haben das Spiel dann aber noch gedreht in der zweiten Halbzeit. Und im ersten Spiel von Donetsk gegen Porto fielen ebenfalls alle 4 Tore bei der 1:3-Niederlage in der ersten Halbzeit. Und das veranlasst mich hier zu einem ersten Halbzeit-Tipp, denn auch Barcelona hat ja im ersten Heimspiel gegen Antwerpen schon zur Halbzeit mit 3:0 geführt, sogar schon nach 22 Minuten 3:0 geführt. Und deswegen gehe ich diesmal davon aus, dass in der ersten Halbzeit mindestens 2 Tore fallen. Über 1,5 nach 45 Minuten und dafür bekommen wir eine 2,07. Feyenoord Rotterdam ist Meister geworden in den Niederlanden und zwar mit einem deutschen Keeper. Wellenreuther heißt er, in Karlsruhe geboren und aufgewachsen, hat auch mal bei Schalke gespielt, nach wie vor Schalke-Fan, aber natürlich jetzt mit diesem Titel im Rücken auch in der Champions League unterwegs. Aber das Prunkstück der Niederländer, das ist die Offensive. 32 Tore in 9 Spielen. Also das ist schon mal eine Hausnummer und die empfangen Lazio Rom. Genau, Carsten, hast du es angesprochen, 32 Tore geschossen. Jetzt habe ich dir mal ein paar Zahlen um die Ohren geworfen, ja, hast du gemerkt? Ich bin fasziniert, Carsten, ich bin absolut fasziniert. Trotzdem reicht das übrigens nur zu Platz 3, denn Eindhoven steht ja mit 27 von möglichen 27 Punkten auf Platz 1. Feyenoord hatte 23 Zähler auf dem Konto. Trotzdem sind sie ordentlich gestartet in die Champions-League-Saison, haben ja 2:0 gegen Celtic Glasgow gewonnen zu Hause, haben dann nur knapp verloren mit 2:3 bei Atletico Madrid. Ja, und jetzt geht es gegen die Last-Minute-Asse aus der ewigen Stadt. Denn, Carsten, Lazio Rom, sowohl gegen Celtic haben sie das Siegtor in der 95. Minute gemacht. Provedel, als auch den ich sage nur Provedel. Ja, genau, gegen Atletico, 95. Minute Provedel. Hat übrigens am Wochenende nicht gespielt. Ich weiß nichts Genaues, ob er wieder zurückkehren wird ins Tor von Lazio Rom. Weiß nicht, ob du da informiert bist. Ja, schauen wir mal. Also das ist jetzt, das wäre verwegen zu sagen, was dann passiert tatsächlich.
Okay, also sehr fraglich. Ja, Lazio hat viele letzten 5 Pflichtspiele gewonnen. Und was Lazio kann, und das hat man bereits letzte Saison gesehen, sie können gerade bei guten Mannschaften in der Fremde gut aussehen. Ja, sie haben auch in der laufenden Saison gegen Neapel auswärts gewonnen, haben jetzt am Wochenende wieder auswärts gewonnen bei Sassuolo mit 2 zu 0. Deswegen glaube ich schon, dass Lazio Rom da ganz gute Chancen hat, vielleicht etwas Zählbares mitzunehmen in Rotterdam. Und mein Tipp lautet hier 1,80, dass es entweder nach 45 Minuten oder nach 90 Minuten unentschieden steht. Antwerpen als Gastgeber für Porto. Ja, Carsten, erinnere dich mal, es ist mittlerweile, ich glaube, 1, 2, 3 Monate her, da habe ich dir Arthur Vermeeren vorgestellt von Antwerpen, damals in unserer internationalen Sendung. Und der Junge ist 18 Jahre alt, hat jetzt auch debütiert für die belgische Nationalmannschaft gegen Österreich, hat dort mit 18 Jahren sein Debüt gefeiert im Zentrum, im Mittelfeldzentrum. Ein ganz, ganz interessanter Spieler. Er wird so ein bisschen von Marc van Bommel unter seine Fittichen genommen vom Trainer. Ja, bekommt so die viele Erfahrungen, die er als Spieler gesammelt hat, wirklich 1:1 übertragen. Und Carsten, dieser Vermeeren hat im letzten Champions League-Spiel von Antwerpen bei der 2:3-Niederlage beide Tore vorbereitet. Und jetzt kommt's, Carsten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann mal Mario Balotelli in unserer Sendung erwähnen, aber er ist damit der erste Spieler im Alter von 18 Jahren, der in seinem Champions League Debüt vor heimischer Kulisse mindestens 2 Tore vorbereitet. Ja, so viel dazu. Zur Partie Antwerpen gegen Porto sage ich einfach nur, Antwerpen ist in der Liga bislang enttäuschend unterwegs. Als amtierender Meister erst 17 Punkte auf dem Konto nach 11 Spielen. Porto defensiv sehr stabil, erst 6 Gegentreffer kassiert in der Liga in 8 Partien. Und Porto vor allen Dingen auch in der Champions League bislang besser gestartet. Ja, sie haben ja gegen Donetsk gewonnen, gegen Barcelona nur knapp mit 0:1 verloren. Und deswegen sage ich, dass hier Porto in Antwerpen mindestens einen Punkt mitnimmt. Doppelte Chance x2, verbinde das Ganze mit dem unter 3,5 und dann bekommen wir eine Quote von 1,87. Celtic Glasgow ist Tabellenführer in Schottland mit 22 Punkten und die empfangen Atletico Madrid. Also das dürfte eine harte Nuss werden. Ja, du weißt, dass ich die schottische Liga immer komplett ausklammer, was jetzt den Formcheck angeht zu dieser Partie, denn Celtic Glasgow ist der klare Branchenprimus, der Serienmeister, die Mannschaft, die alles dominiert in Schottland, auch dieses Jahr wieder, du hast es gesagt, 22 Punkte aus 8 Spielen, schon jetzt ein deutlicher Vorsprung auf den Tabellenzweiten, auf die Rangers aus Glasgow. Und deswegen glaube ich nicht, dass Celtic Glasgow trotz der guten Form in der Liga jetzt etwas Zählbares mitnehmen wird in der Champions League, denn Celtic hat erstens in 6 direkten Duellen gegen Atletico Madrid noch nie gewonnen. Zweitens hat Celtic keines der letzten 11 Champions League Heimspiele siegreich gestalten können. Dabei gab es sogar nur 2 Unentschieden und 9 Niederlagen. Und drittens, Celtic hat auch nur 2 Siege aus den letzten 23 Partien in der Königsklasse feiern können. Deswegen, alles deutet in Richtung Atletico Madrid. Ich sichere mich aber mit dem Zweiweg mal, beziehungsweise mit der doppelten Chance ab. Sage, Atletico Madrid holt mindestens einen Punkt und es fallen maximal 4 Tore im Spielverlauf. Dafür bekommen wir dann heute mal eine relativ geringe Quote von 1,52. Trotzdem gilt zu sagen, Atletico Madrid hat Antoine Griezmann und der hat am Wochenende gleich dreifach getroffen und spielt momentan vielleicht die beste Saison seit vielen, vielen Jahren. Ja, Antoine Griezmann kann ich nur unterstützen. Ich habe ihn auch ein, zweimal gesehen, jetzt hier in diesem Herbst bzw. Anfang der Saison. Überragend, kann ich nur unterstreichen. Das ist ein Ausnahmekicker und wunderbar anzuschauen. So, das letzte Spiel am Mittwoch, Young Boys Bern gegen Man City. Ja, Carsten, normalerweise argumentiere ich bei Young Boys Bern immer mit dem Kunstrasen, dann aber allerdings auf der Ja, genau, Pro-Ebene. ich kann Das es auch nicht heißt, mehr hören. Machen wir was anderes. ja, nee, ich wollte es ja gerade sagen, normalerweise immer mit Vorteilen für die Young Boys aus Bern. Jetzt sage ich allerdings gegen eine derart spielstarke, kombinationssichere und passstarke Mannschaft wie Manchester City wird der Kunstrasen sogar eher ein Nachteil sein für die Young Boys aus Bern. Klar ist, der Qualitätsunterschied ist Was ihr gravierend noch nicht zwischen. wisst, in seinem Zweitberuf vertickt der Kunstrasenplätze der Marcello. Ja, aber nur nach Bern, das stimmt, ja. Hm. Nein, ja, die Young Boys aus Bern am Wochenende im Topspiel gegen Zürich nur 0 zu 0 gespielt. Ja, damit hat man erstmal wieder verpasst, an die Tabellenspitze zu springen in der Schweiz. Und bei Manchester City, Carsten, hat Erling Haaland wieder getroffen. Ja, nach sage und schreibe 2 Premier League-Spiele in Folge, in denen er nicht getroffen hat, ist er wieder auf die Torjagd zurückgekehrt, hat dann getroffen beim 2:1-Erfolg gegen Brighton. Und trotzdem wird er momentan so ein bisschen, oder ihm wird der Rang abgelaufen von Julian Alvarez. Der spielt wirklich eine herausragende Saison, der argentinische Weltmeister. Und er hat tatsächlich auch schon 4 Torbeteiligungen in den bisherigen 2 Champions-League-Partien sammeln können. Ja. Trotzdem, Carsten, lange Rede, kurzer Sinn, Champions League City natürlich ungeschlagen seit 15 Partien in diesem Wettbewerb. Und deswegen sage ich auch, dass sie diesmal in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor erzielen. Dafür gibt es eine Quote von 1,72.
Wunderbar, vielen Dank Marcel. Hier ist die Übersicht der Mittwochsspiele in der Champions League. Ihr sucht euch das raus, was euch taugt oder kommentiert das, was ihr kommentieren wollt. Und ihr wisst, Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, international. Wir rollen weiter in dieser Saison.